Das auf dem Tisch kann man auch nehmen. Oh. Was hast du getan? Die Orks hätten uns am Leben gelassen. Jetzt wird Xardas uns noch mehr von ihnen auf den Hals setzen. Du musst nach Redok gehen. Redok? Mhm. Was hat Xardas mit den Orks zu schaffen? Was ist denn mit dir los? Warst du die letzten Wochen nicht hier? Xardas ist der Anführer der Orks. Er hat uns alle verraten. Was weißt du noch über Xardas? Er hat die Runenmagie zerstört, dieser verdammte Hurensohn. Ohne ihre Magie hatten die Paladine und Feuermagier keine Chance mehr gegen die Horden der Orks. Was ist Redok? Was ist denn Redok? Das Lager der Rebellen. Es ist mitten im Wald. Dort gibt es Wölfe. Mit Wölfen werde ich fertig. Ja, aber die Biester sind verdammt aggressiv. Außerdem wirst du es alleine nicht finden. Ich glaube, dein Kumpel Gorn weiß, wo es ist. Du solltest mal mit ihm reden. Okay, Gorn. Was soll ich den Rebellen sagen? Sag ihrem Anführer, dass er Leute schicken soll. Alleine haben wir keine Chance. Jetzt stecken wir mitten in der Scheiße. Ja, man kann es mitnehmen. Teleportstein, super. Mit diesen können wir in die Städte, wo wir die gefunden haben, teleportieren. Oh, eine Holzwerks. Eine unsichtbare. Und ein Bolzen. So. Also, dieses Dorf ist eher ein Anfängerdorf. Hier kann man noch alles machen, alles stehlen. Die Waffe aushalten wahrscheinlich auch. Ja. Also alles stehlen. Nix. Ein Puls kann man lesen. Hier steht nichts Neues. Okay. Also hier ist da nichts. Und dieses Haus. Hm? Da war etwas. Nein. Hier eine Truhe. Mit Wasser. Trank gegen Krankheiten, Fläschchen und eine Kehle. Nimm alles. Ach ja, alle Gegenstände, die aufgenommen werden, landen im Inventar. Es gibt verschiedene Kategorien von Gegenständen, die rechts oben ausgewählt werden können. Gegenstände werden benutzt oder angelegt, indem man ihn links anklickt. Wenn du den Gegenstand in den Schnellleiter verfügen haben möchtest, zieh den Gegenstand per Drag and Drop in den gewünschten Slot. Okay. Mal einen Bogen. Ah, den Bogen habe ich noch nicht angezogen. Kann man so nicht. ...87... kann ich noch nicht tragen. Brauche 53 Stärke, habe ich 100, boah. Und Voraussetzung große Waffen 3. Okay. Ist nichts Besseres. Kein Schild, Zauberschrift, das sind Schriftrollen. Innos schenkte den Menschen das Licht, damit es die Dunkelheit Belias vertreibt. Der Held heilt das anvisierte Ziel vollständig, also Fernheil. Und Feuerball, der gute alte Feuerball. Okay. Teleport statt Teleport nach Ardea. Goldwert 300. Mana kosten 15 bis 30, Goldwert 30. Mana kosten 60, Goldwert 225.
Mana kosten 10, Gold wert 30. Schnaps, guter alter Schnaps, guter klarer Schnaps. Ausdauer plus 50%, Gold wert 9. Heiltrank, Lebensenergie plus 50, Gold wert 75. Kann man 7? 7? Ja. Dann legen wir das hier. Und Mana-Tank regeneriert magische Kraft plus 50, Gold wird 75. Bringt verloren Ausdauer zurück. Ausdauer plus 100%, Gold wird 30. Wasser, ganz normales Wasser. Ausdauer plus 50%, Gold wird 1. Trank gegen Krankheit. Krankheit heilen. Gold wird 60. Gebratene Fleischwanze knackt beim Öffnen. Lebensenergie plus 50%. Gold wert 6. Das nehme ich. Ja, okay, das nehme ich auf die 2. Und das auf die 6. Die sind viel zu wertvoll. Noch. Brot. Lebensenergie plus 5%. Gold wert 6. 7. Heilwurzel, Lebensenergie plus 7%, Gold wert 3, auf die 8. Und Waldbeere, Lebensenergie plus 5%, Gold wert 1, auf die 9. Besen, Schmetterschatten 10, Gold wert 6. Dietrich, Gold wert 3. Mit diesem kann man Schlösser öffnen, die rot sind, also rote Schrift haben. Fackel, Schmetterschatten 10 und kann man anzünden für Licht machen. Gold wird 1. Fläschchen, leeres Fläschchen. Gold wird 3. Kehle, Gold wird 6. Münze, Gold wird 1 und ich habe 739. Silberpokal, Gold wird 60. Okay, das war das Inventar. Kampftalente. Erfahrung, Diebste, Tribute. Hier werden alle Attribute und Talente des Helden angezeigt. Wenn der Held eine Stufe aufsteigt, erhält er Lernpunkte, die bei Trainern eingesetzt werden können. Bereits erlernte Talente werden farbig dargestellt. Für weitere Informationen über Talente bewege den Mauscursor über das entsprechende Talentsymbol. Okay. Machen wir das. Schwertkämpfer. Der Held ist ein fähiger Schwertkämpfer. Benötigte Stärke 100, habe ich schon gelernt. Starker Schwertkämpfer. Der Held ist ein starker Schwertkämpfer. Benötigte Stärke 150, Voraussetzung Schwertkämpfer. Schwertmeister. Der Held ist ein meisterlicher Schwertkämpfer. Benötigte Stärke 200, Voraussetzung starker Schwertkämpfer. Kampf mit zwei Klingen. Der Held kann im Kampf zwei Einhandwaffen benutzen. Benötigte Jagdgeschick 150. Benötigte Stärke 150. Voraussetzung starker Schwertkämpfer. Meister zwei Klingen. Der Held ist ein Meister im Kampf mit zwei Waffen. Erhält neue Angriffsschläge und macht Zusatzschaden. Benötigte Jagdgeschick 200. Benötigte Stärke 200. Voraussetzung, Kampf mit zwei Klingen. Orktöter, der Held macht zusätzlichen Nahkampfschaden gegen Orks. Benötigte Stärke 150. Habe ich auch schon gern. Große Waffen, der Held kann im Kampf große Waffen wie Streithexen und zwei Hände führen. Benötigte Stärke 150. Große Waffen 2, der Held ist ein guter Kämpfer mit großen Waffen. Benötigte Stärke 200. Voraussetzung große Waffen. Große Waffe 3. Der Held ist ein Meister im Kampf mit großen Waffen. Benötigte Stärke 250. Voraussetzung große Waffen 2. Schwere Armbrust. Der Held kann schwere Armbrüste im Kampf benutzen. Benötigte Stärke 100. Armbrustschützen. Der Held ist ein guter Schütze mit dem schweren Armbrust. Benötigte Stärke 150. Voraussetzung schwere Armbrust. Meister Armbrustschütze.
Der Held ist ein meisterlicher Schütze mit der schweren Armbrust. Die Stärke 200. Voraussetzung Armbrustschütze. Schildberater. Der Held kann Schilde im Kampf benutzen. Benötigt das Jagdgeschick 100. Benötigt der Stärke 125. Starke Schildparade. Der Held verliert weniger Ausdauer, wenn er mit einem Schild pariert. Benötigt das Jagdgeschick 125. Benötigt der Stärke 150. Voraussetzung Schildparade. Paladin. Der Held macht zusätzlichen Schaden gegen die Kreaturen Belias. Benötigt das Alterswissen 50. Benötigst du Stärke 150. Regeneration. Der Körper des Helden heilt seine Wunden, auch außerhalb der Ruhezeiten. Benötigt die Stärke 300. Also. Die Jagdtalent, Magiertalent, Schmiedetalent, Dienstalent, Alchemietalent und sonstige Talente erkläre ich euch später. Und Erfahrung. Ich bin Stufe 2, Erfahrung 1550. Nächste Stufe 300. 3000, Lernpunkte 20, Stärke 150, Jagdgeschick 150, Alterswissen 0, Schmiedekunst 10, Liebeskunst 10, Alchemie 10, Lebensenergie 195, habe ich momentan und 200 ist maximal, Ausdauer 100 habe ich, 100 ist maximal, Mana 100 habe ich, 100 ist maximal. Rüstungsschutz, Schutz vor Klingen 0, Schutz vor Zerschmettern 0, Schutz vor Geschossen 0, Schutz vor Feuer 0, Schutz vor Eis 0, Schutz vor Energie 0. Okay, das nächste. Sobald ein Held Zauberspruch erlernt hat, also einen Zauberspruch erlernt, wird das jeweilige Symbol in diesem Buch farbig dargestellt. Dieses Symbol könnten dann per Drag and Drop in die Schnellleiste gezogen werden. Um benutzt werden zu können, für neue Informationen über einen Zauberspruch, bewege den Mauscursor über das jeweilige Spruchsymbol. Okay. Ja, Magie der Herrschaft, Verwandlungsmagie, Beschwörungsmagie. Gibt es ja zum Blitzschlag, Blitz herbeischwören, Krankheit heilen. Aber in diesem Let's Play Teil werde ich nachkämpfen und daher werde ich keine Magie lernen, außer ich muss einmal oder es wäre besser so. Hier werden alle Pläne, Rezepte, Briefe und Karten abgelegt, um Baupläne zu benutzen. Brauchst du einen Amboss für Kochrezepte, brauchst du einen Kochtopf und Alchemie-Rezepte zu verwenden. Wird ein Alchemietisch benötigt. Briefe und Karten können gelesen werden, indem man den Mauscursor über das jeweilige Symbol bewegt. Manche Briefe können auch Missionen starten, indem man auf sie klickt. Also wir sind hier Adea, da ist Kaptun, Fengard, Farnen, Gotham und Terra, Silden, Geld und Helis, Braga. Ben Ei, Lago, Benzala, Bakarish, Morasul, Ista. Und hier Wolfs Clan, Hammer Clan, Kloster, Feuer Clan. In diesem Menü werden die Missionen des Helden dargestellt und welchen Ruf es sich durch erfolgreich erledigte Missionen bei Fraktionen und in einzelnen Städten erarbeitet hat. Gibt es noch andere? Ah, das ist Redak, da unten steht's. Das ist Fengar. Das ist Gotha. Das ist Okara. Das ist Nemora. Sonst nichts mehr. Okay, also die Roten sind Rebellen,